ist nur meine Mailbox. Kotzt euch aus. Hey, Dennis. Ich bin's. Oh Mann, bitte geh ran. Ich würde so gern mit dir reden. Hallo? Dennis? Ja, hier ist Thomas. Ach so, ja. Ja, der Ersatzkolben für die Konsole, verstanden. Ja, bis morgen. Kim, Besuch. Ralf. Hey, Kim. Boah, verpisst euch. Antwortest du vielleicht mal? Kim. Sollst du da drin, oder was? Bestimmt wegen dem Kerl, kleine Schlampe. Schnauze. So eine Pussy? Was gibt's? Na also. Sag mal, hier sieht's ja aus. So ein Saustall. Keine Miete zahlen, aber das Haus verwüsten. Komm, Reiner. Ich sollte dich gleich rausschmeißen. Komm, so schlimm ist auch wieder nicht. Aber ich denke, die Kim, die hat auch verstanden, dass ich hier was ändern muss, was? Bin ich mir aber nicht so sicher. Komm, Reiner, hier, pass auf. 50 Euro Anzahlung für die Miete, ja? Und jetzt lass uns mal allein hier. Ich muss was mit der Kim besprechen. Oh, Ralf, bist ein feiner Kerl. Dann gehen wir rein. Besprechen. So, Kim. Und jetzt mal Klartext hier. Warum warst du nicht bei der Arbeit? Bist du krank oder was? Was ich so aus? Also doch ein Kerl. Muss halt mal den richtigen ranlassen. Päh, dann mach ich's mir lieber selber, ey. Na gut. Das ist auch Vorschlag, ja? Wir gehen rüber in die Kameradschaft. Da redet heute der Präger von den Nationalen. Und anschließend saufen. Bringt ihn mal auf andere Gedanken. Keine Bettler aus Osteuropa. Keine Dealer aus Afrika. Wir brauchen keine Schwuchteln, die unsere Kinder anfassen. Unsere Volksgemeinschaft braucht Werte. Deutschtum. Familie. Und für diese Werte müssen wir eintreten. Auf der Straße, aber auch in Sportvereinen. In Schulen und in Kindergärten. Der Kampf hat gerade erst begonnen. Auf die Partei. Auf Deutschland. Das ist unser Weg. Danke. Auf Deutschland. Ein krasser Typ auf jeden Fall. Ja. Der hat's echt drauf. Kann voll reden. Das sieht super aus. Danke, Kameraden. Danke. Auf Deutschland, Kameraden. Peter Präger war das. Unsere Hoffnung für die nächste Kommunalwahl. Und wir bedanken uns bei ihm mit einem dreifachen Sieg. Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Danke, Kameraden. So, Männer. Mädels, wir kommen jetzt zum nächsten Höhepunkt des Abends, dem Kerzenausrülpsen. Ist ja geil. Haben wir ja ewig nicht mehr gespielt. Also, wie immer eine Flasche Bier auf Ex und wer am meisten Lichter ausrülpst, darf ein Mädel seiner Wahl. Küssen. Also, ist ja klar, Macke, Erik und Holger knutschen mich, wenn sie gewinnen. Aber ich hasse das Spiel, das weißt du. Ralf steht ja eher so auf dich. Oh Gott, Nicole, gib mal bitte die Flasche. Los, Holger, streng dich an! Oh, ey, Nicole, du hast echt nur Ficken im Kopf, ey. Dennis wird so einen Scheiß bestimmt nicht mitmachen. Obwohl, der ist ja auch ein Spinner. Nein, Kerzen! Kameraden, wir haben einen Sieger! Ralf Krause! Ralf Krause! So, Kleiner, jetzt hau mal raus! Welche von uns nationalen Sahneschnitten nimmst du dir? Ah, scheiße, Mann. Ralf, dreh um. Ich hab keinen Bock auf deine Kammelzunge. Was denn? Lass das, du Arsch! Kim, bist du bescheuert? Kim! Dennis! Du bist der geilste Typ der Welt! Du bist der geilste! Hey, Kim! Sag mal, spinnst du? Hey! Es ist 1 Uhr nachts! Hey, Dennis! Sag mal, du bist doch schon wieder voll! Hey, Dennis, tut mir leid. Wirklich, tut mir leid. Du Kim, lass gut sein. Geh nach Hause. Hey, nein! Warte! Ab jetzt mache ich alles richtig. Komm, geh nach Hause, Kim. Das reicht. Hey, nein! Warte! Ich trinke nicht mehr. Und ich verprügel auch keinen mehr. Von euch scheiß Zecken. Hey, du mich auch. Verpiss dich. Geh nach Hause. Du hast nicht alle Tassen im Schrank. Ja, verpiss dich, du Wichser. Lass mich doch einfach allein.